Hallo ihr da draußen an den Empfängnisgeräten. Heute mal wieder so ein kleines Vlog zwischendurch. In den letzten Tagen habe ich wieder einige Abonnenten dazu gewonnen, was mich sehr freut. Also das Einblenden vom Abonnieren kostet nichts, hat ein bisschen Erfolg gebracht. Aber der ein oder andere ist eben neu und weiß noch nicht so ganz, wie das hier funktioniert. Also die Regel ist, eigentlich gibt es immer sonntags, nachmittags, 17, 18 Uhr, je nachdem, ein richtiges Video. Und wenn irgendwas passiert, so wie jetzt, dann gibt es ein Video zwischendurch. Und das ist jetzt so ein Video zwischendurch. Was wird es als nächstes geben hier auf dem Kanal? Das lange, wirklich lange, lange versprochene Video zum Fiat 500e. Die Probefahrt hat nach vielen Schwierigkeiten dann doch mal stattgefunden. Das erzähle ich euch aber dann alles in dem Video. Bin ich echt froh, dass ich das Auto jetzt endlich mal fahren konnte. Warum mache ich heute das Video? Tja, das Leben ist manchmal voller Überraschung. Am Freitag kam Post, dann gucke ich da so drauf, da steht da mein Name und oben steht dran Polizeidirektion LKA für Betrug und Vermögenskriminalität in Bremen. Wo? Da ist mir dann erstmal das Gesicht runtergefallen. Sehr geehrter Herr, im oben genannten Verstoß, bla bla bla, also hier, da ist das ganze Ding hier von der Polizei. Ich kann jetzt auch mal was von der Polizei in die Kamera halten, das finde ich echt cool. Also das tut meine Credibility, heißt das Wort, glaube ich, immens steigern. So, und jetzt kommt hier der Sachverhalt. Ich bin nicht der große Vorleser, also entschuldigt. Auf dem Postweg wurde aus einem Paket offenbar ein Smartphone entwendet. Die Apple-Registrierungsdaten ergaben, dass das entwendete Smartphone iPhone 11 Pro 512 GB E-Mail-Nummer bla 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 bla. Das ist übrigens das Handy, wo ich gerade mit gefilmt werde. Zeitweise auf sie registriert war oder noch registriert ist. Dann dachte ich, dann habe ich da oben beim, man darf ja keine Namen sagen, wir nennen ihn mal Cockroy, angerufen und gefragt, was denn da eigentlich los ist. Das war ein Mann aus Bremen, der meldete sich mit Moin Moin. Das fand ich schon mal sehr witzig. Und dann habe ich gesagt, ich bin der Herr. Und dann sagte er, ah ja, Sie haben von mir Post gekriegt. Sage ich, ja, Sie haben mir einen ganz schönen Schrecken eingelagt. Erklären Sie mir doch mal bitte, was ist denn da passiert? Ja, also die Geschichte ist folgendermaßen. Ich habe am 16.03.2020 bei eBay dieses Handy, dieses da, gekauft. Das war jetzt nicht extrem billig, aber es war relativ günstig. Die alten Appleianer wissen es, Rabatte bei Apple, neue Modelle, ist eher ein bisschen schwierig. Ich hatte mir vorher, wie jeder, die eBay-Bewertungen angeguckt. Ich habe mir das Impressum angeguckt. Das war die Firma, den Namen darf ich jetzt auch nicht sagen. Hinten stand aber dran GmbH mit einem richtigen Impressum, mit einer Adresse. Also habe ich erstmal gedacht, okay, das ist irgendein kleiner Händler. Habe das Ganze über PayPal bezahlt. Blende ich euch da immer mal irgendwie so ein bisschen was ein. Muss halt aufpassen, dass ich da alles schwärze, was irgendwie wichtig ist. Das Handy kam auch, war original verpackt. Funktioniert bis heute. Aber es ist wohl so, dass dieser, nennen wir ihn mal Händler, mir fallen da andere Begriffe ein, wie zum Beispiel wohl bei eBay Kleinanzeigen Handys angekauft hat und dann ein bisschen Gewinn draufgeschlagen hat und die dann weiterverkauft hat. Jetzt ist es wohl so, dass dieses Handy aus einem Paket der Firma, ich glaube, das darf ich jetzt sagen, Telefonica, also Vodafone E+, ich weiß nicht, wie das mit dem Telefonica, das ist doch irgendwie Vodafone mit E+, das recherchiere ich nochmal, schreibe ich euch da nochmal rein, wohl geklaut worden ist aus dem Paket. Ich weiß jetzt nicht, ob da viele Handys verschickt worden sind oder nur eins. Jedenfalls hat irgendein, leg das Blatt mal weg, böser Finger wohl aus dem Paket dieses Handy entnommen, das dann bei eBay Kleinanzeigen eingestellt. Und der Händler, bei dem ich das dann gekauft habe, also der Händler, hat das dann gekauft,
Hat wohl sich auch vom Käufer versichern lassen, dass das nicht gestohlen ist. Hat sich auch eine Ausweiskopie zeigen lassen. Aber dieser Ausweis ist einer dieser Ausweise, die man so kennt. Die kann man so kaufen. Also ein gefälschter Ausweis. Und er hat dann an mich weiterverkauft. So, jetzt bin ich also im Besitz von sogenannter Hehlerware. Hätte ich jetzt dieses Handy weiterverkauft, wäre ich wahrscheinlich als Hehler strafrechtlich verfolgt worden. Ich habe ja mit allem gerechnet. Also, dass ich mal Ärger kriege, weil ich Frau Baerbock und Herrn Habeck auf Twitter verunglimpfe und sie vielleicht beleidigt habe. Das hätte ich ja noch geschluckt, dass mich die GEZ jetzt mal richtig an den Cojones packt. Hätte ich ja auch noch alles verstanden. Aber dass ich jetzt sozusagen ein Hehler bin, das trifft mich jetzt schon. Jetzt habe ich dann den netten Polizisten gefragt, ja, was kann denn jetzt mir passieren? Weil ich habe ja in, wie sagt das so schön, in Treu und Glauben gehandelt. Dann sagt er, ja, also es könnte passieren, dass die Staatsanwaltschaft auch Sie, also mich, anklagt, weil ich Diebesgut angekauft habe. Er sagt aber, es wäre relativ unwahrscheinlich. Aber es könnte passieren. Was auch passieren könnte und wahrscheinlich auch passieren wird, dass der Eigentümer, also die Firma Telefonica, mich dann sozusagen auffordert, das Handy zurückzugeben oder ihnen den Betrag zurückzugeben. Das wäre natürlich ja schon blöd. Müsste man dann im Zweifelfall unter Lehrgeld abhaken. Aber wahrscheinlich würde das passieren. So, jetzt habe ich am Montag einen Termin bei meinem guten alten Rechtsanwalt. Da hat meine Mutter, Gott hab sie selig, schon gearbeitet. Also der Kollege müsste jetzt dann schon über 70 sein, aber der arbeitet immer noch, den kenne ich gut. Dem lege ich jetzt den ganzen Papierkram da mal hin und sage, Kollege, was mache ich jetzt? Also tue ich jetzt bei dem ganzen Polizeikram ist so ein Blatt dabei mit einer Zeugenaussage. Da steht dann drauf, wo haben Sie das Ding gekauft? Wann haben Sie das gekauft? Wie haben Sie das bezahlt? Haben Sie das Handy noch? Haben Sie eine Rechnung? Wo waren Sie am 16.03.? Und so weiter und so weiter. Also einfach Fragen, um den Sachverhalt da zu klären. Das lege ich ihm dann alles auf den Tisch. Und dann, wenn mich dann die Firma Telefonica da irgendwie belangt, dann wird er meinen Fall dann übernehmen. Ich hoffe mal, dass mich die Staatsanwaltschaft in Bremen in Ruhe lässt. Also das sind so Dinge, die kann man A, natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Und ich bin wirklich im Internet ihr kennt mich vielleicht ein bisschen, die Zuschauer, die diesen Kanal länger verfolgen, die wissen so ein bisschen, wie ich ticke. Ich bin eigentlich ein sehr vorsichtiger Mensch. Ich gucke, dass ich da keinen Scheiß mache, dass ich mich rechtlich da absichere. Ich verkaufe relativ viel bei eBay Kleinanzeigen. Ich kaufe auch immer mal Sachen bei eBay Kleinanzeigen. eBay benutze ich eigentlich nicht mehr wirklich viel. Ich habe jetzt gerade so einen Nassstaubsauger bei eBay, aber das war dann Mediamarkt gekauft. Aber eBay ist eigentlich eine Plattform, die ich nicht mehr wirklich viel benutze. Benutze eben eBay Kleinanzeigen. Und bin eigentlich, was das Internet angeht und Betrug, glaube ich schon jemand, der sich da so ein bisschen mit auskennt. Aber selbst so ein vorsichtiger kleiner Knecht wie ich kann dann mal reinfallen. Also mein Tipp an euch ist, man muss einfach höllisch aufpassen. Das ist jetzt eigentlich das erste Mal. Ja, wir hatten vor ein paar Tagen noch mal einen Fall, dass irgendwie wir was bestellt haben, Toner für einen Drucker. Und da der Händler das dann nach 6 Wochen immer noch nicht verschickt hat, das haben wir dann aber über PayPal das Geld wieder zurückgekriegt. Aber sonst kann ich mich nicht erinnern, dass ich mal übers Internet reingefallen bin. Aber jetzt, so wie es aussieht, bin ich wohl reingefallen. Und
Unwissenheit schützt ja vor Strafe nicht. Jetzt kann es sein, dass ich da irgendwie juristisch dann noch Ärger kriege. Ja, das wollte ich euch eigentlich noch kurz mitteilen. Und ich gucke mal da oben wieder auf die Uhr. 12 Minuten fast. Ich denke, das reicht. Am Sonntag kommt das Video über den 500e. Und dann ist geplant, eigentlich, ich fahre dann die Woche drauf, also kommenden Freitag, fahre ich etwas, was viele Elektroautofahrer hier auf dem Kanal wahrscheinlich etwas irritieren wird. Ich fahre einen Verbrenner. Jehova, Satan, weiche von mir. Und zwar den sehr beliebten und gerade sehr gehypten Toyota Yaris GR. Ihr wisst, ich mag kleine Autos. Der Yaris ist so groß wie ein Mini Cooper. Der hat lächerliche 260 PS Allrad und wiegt nur 1200 Kilo. 0 auf 100 auf laut Herstellerangabe 5,5 Sekunden. Das ist schon ordentlich schnell. Gibt es nur handgerissen. Und der gefällt mir einfach. So, und mehr kann ich euch jetzt eigentlich gar nicht sagen. Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Und in diesem Sinne würde ich mich verabschieden und sage ciao, euer Kersten.